In diesem Beitrag soll es um die 5G-Technik gehen, die mit Beginn des Jahres 2019 hier in Berlin, wo ich wohne, eingeführt wird, aber auch anderswo. Hierzu kam eine Sendung von KlarTV mit dem Mikrowellenspezialisten Barry Troer, der für die Royal Navy Mikrowellenwaffentechnik entwickelte. In dieser Sendung werden einige wichtige Sachen gesagt, die allerdings nur so ganz kurz angeklungen sind. Darauf will ich hier näher eingehen. Und das hat sehr viel mit dem Spruch zu tun, den ich schon oft mir überlegt hatte. Der lautet: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werden die Menschen feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Eigentlich muss man den Begriff Mensch streichen und Zivilist dafür einsetzen, denn Naturvölker oder so oder Nomaden in der Savanne, die werden sowas nie tun, was wir gegenwärtig hier machen, und ich bin auch nur ein Zivilist. Ich nehme mich da gar nicht von aus, obwohl ich sehr spartanisch lebe und mich wohlfühle dabei. Zuerst möchte ich mich aber mal bei Muckefuck bedanken, der mich einlud zu einem Erholungsurlaub im Sauerland. Dort war ich in den 80er Jahren, Mitte 80er Jahre, und fand das da sehr schön. Da gibt es sehr viele Wälder, Talsperren, Seen, Flüsse und so weiter. Und als ich mir die Bilder ansah, dachte ich mir, oh, das ist ja genau die richtige Gegend, um das 5G-Zeitalter zu erwarten. Weil ich der irrigen Meinung unterlag, dass Hügel irgendwie was abschirmen oder sowas. Aber auf diesem Bild ist sehr gut dargestellt, dass Hügel auch reflektieren, also Funkwellen jetzt. Ja, auf diesem Bild ist aber auch zu erkennen, dass Bäume die Funkwellen reduzieren, minimieren, also ein Hindernis darstellen. Und darum geht es ja. Zum Beispiel bei den Baumfällaktionen, die gegenwärtig stattfinden und auch schon vor langer Zeit angefangen haben, hier in Berlin zumindest. Um nicht zu negativ herüberzukommen, möchte ich darauf verweisen, dass es durchaus Widerstand gibt, wie zum Beispiel im Kanton Waadt in der Schweiz. Ja, und theoretisch könnte so ein Staatsparlament, also auf Kantonsebene, in der Schweiz hat man ja noch Kantone, wie es bei uns früher im Deutschen Reich auch war, könnte man sogar sagen, man will diese Technik gar nicht. Schließlich stellt sich ja die Frage, ob die gesundheitlich unbedenklich sind. Und wenn diese Frage negativ beschieden wird, müssten die ja konsequenterweise sagen, nee, wollen wir nicht haben. Es wird ja allgemein angenommen, also weit verbreitet ist diese Erkenntnis vorhanden, dass alle 100 oder 150 Meter eine Antenne stehen muss. Und ich verweise mal auf ein uralt Video, Hidden Towers in den USA. Das ist schon so alt, das Video. Und da sieht man, dass die Bäume gar keine Bäume mehr sind, sondern riesige Antennen. Und die Häuser, die da stehen, sind nicht alles Häuser, sondern Relaisstationen. Die sind vollgepackt mit irgendeiner Technik, da kann gar keiner drin wohnen. Das sind also nur zur Tarnung gebaute Häuser. Der entscheidende Hinweis ist der Sendung von KlarTV mit Barry Troer zu entnehmen, der da sagte, aber Sie, die 5G-Wellen, kommen nicht alleine. Sie kommen zusammen mit anderen Frequenzen, und zwar längerwelligen Frequenzen. Eine größere Amplitude, die können weiter strahlen als diese 5G-Wellen, wie hier auf dieser Grafik zu sehen ist. Die 5G-Wellen schaffen ja bloß ein paar Meter, aber aufmoduliert auf Frequenzen mit einer längeren Amplitude, da können die dann sogar vom Satelliten, also von ganz weit entfernt, bis zur Erdoberfläche durchdringen. Und es gibt ja nicht nur Satelliten, es gibt auch diese SPX-Radars, die auf Plattformen irgendwo im Ozean rumdümpeln. Ja, und da dann Mikrowellentechnik auch zur Anwendung bringen können. Es geht um solche Erfindungen wie diese Lufttaxis, die aktuell getestet werden. Es sollte klar sein, egal ob es SPX-Radars sind oder Lufttaxis, das sind ja größere Entfernungen als ein paar hundert Meter. Und diese 5G-Wellen, die schaffen ja bloß ein paar Meter. Also müsste sich jeder sehr gut vorstellen können, dass das ja eine andere Technik sein muss. Nämlich eine Technik, die auf langen Wellen basiert, auf die moduliert werden die 5G-Wellen, die sozusagen Huckepack mitgenommen werden. Ansonsten kann man solche Vehikel wie dieses Lufttaxi ja gar nicht bewegen. Das ist ja egal, ob das jetzt Lufttaxis sind oder führerlose Autos, die ja auch geplant sind. Selbst wenn jetzt der Staatsrat von Waadt, dem Kanton Waadt in der Schweiz, sich entscheiden würde, diese Technik zu verhindern, muss leider davon ausgegangen werden, dass das nur so ein partieller Erfolg wäre.
Vor einiger Zeit machte ich ein Video über das Satellitensterben und einige Kommentatoren meinten dann, dass es gar keine Satelliten gibt. Andere redeten irgendwas von Unterseekabel. Ja, das mag sein, dass es Unterseekabel gibt, aber das heißt noch lange nicht, dass irgendwelche Drohnen oder sonstiges hier wie diese Flugtaxis zum Beispiel, dass die mit Unterseekabeln gelenkt werden. Und wenn so ein Staatsrat jetzt erkennt, dass diese 5G-Technik schädlich sich auswirkt und diese verbieten würde, dann würde sich das Militär global nicht daran halten. Die sind nämlich in irgendeinem Orbit stationiert mit ihren Satelliten und da hat ein Staatsrat nichts zu bestimmen. Man muss sich einfach mal im Klaren darüber sein, dass wir vor einer hierarchischen Entwicklung stehen. Was hier heute jetzt noch ist, wird sehr bald noch nicht mal im Ansatz mehr vorhanden sein. Stattdessen haben wir was ganz anderes. Und um sich ein besseres Bild zu machen, empfehle ich diesen Vortrag von John Martin Ungar, wie die technische Singularität immer näher kommt. Der Beitrag ist nun auch schon wieder 3 Jahre alt. Das könnte fast eine ganze Generation einer Entwicklung sein, in der das vonstatten geht, so schnell geht es. Und schon vor dem Jahr 2010 erinnere ich mich, dass in den ganz normalen Nachrichten mitgeteilt wurde, dass die Möglichkeit besteht, bereits im atomaren Bereich Bauteile zu erstellen, aus denen ganze Maschinen gebaut werden. Im atomaren Bereich, das ist noch kleiner als das, wovon John Martin Ungar in seinem Beitrag redet. Leider gibt es Technikgläubige oder Menschen, die sich selbst überschätzen und meinen, sie hätten irgendeine Gelegenheit, noch mitzukommen. Nein, habt ihr nicht. Selbst die Manager in den Chefetagen werden alle rausfliegen, weil sie ersetzt werden durch COGS, durch kognitive Intelligenz. Das ist noch nicht mal künstliche Intelligenz. Und das ist ja schon in dem Tradok-Pamphlet 525-5 beschrieben, wo es da heißt, A Dynamic New Era. In Dunkelverarbeitung, in Gigafactories wird mittels 3D-Druck oder sonst was alles durch kognitive Intelligenzen gesteuert, produziert. Da ist kein einziger Mensch mehr dabei. Und um diese Prozesse alle zu steuern, ist es eben erforderlich, dass man überall 5G-Technik hat, die zur Not eben mittels Satellit über oder aufgetragen auf Langwellen überall hinkommen. Und da ist keine Rede davon von irgendwelchen Masten, die alle 100 oder 150 Meter stehen. Die mag es auch noch geben, aber was Barry Trower in dem Interview bei KlarTV aussagte, war, aber sie, die 5G-Wellen, kommen nicht alleine. Sie sind aufmoduliert. Und das sind dann diese Wellen, die eben nicht auf irgendwelche Masten angewiesen sind, die alle 100 bis 150 Meter aufgebaut werden müssen. Dennoch sollte klar sein, dass die Bäume die Strahlung dämpfen und somit stören und deswegen weggenommen werden. Barry Trower spricht in seinem Interview allerdings auch davon, dass die Bäume entwicklungsgeschichtlich gerade die Fähigkeit entwickelt haben, Strahlung aufzunehmen. Sie leben ja sozusagen davon, nämlich von Sonnenstrahlen. Er spricht aber auch davon, dass nicht nur die Bäume beeinflusst werden, sondern Lebewesen insgesamt. Und vor allen Dingen die Welt der Einzeller tangiert wird. Die zu nutzenden Frequenzen werden ja immer höher. Das heißt, wie auf dieser Grafik schön zu sehen ist, in der Mitte ist der sichtbare Bereich, dann kommt der ultraviolette Bereich, dann der Röntgenbereich und dann die radioaktive Strahlung. Einzeller sind sehr unterschiedlich und falls das jemand nicht weiß, mit UV-Licht werden, also ultravioletten Licht, werden OP-Säle desinfiziert. Wenn da kein Betrieb ist in dem OP-Saal, dann wird ein ultraviolettes Licht eingeschaltet, um die Einzeller möglichst zu minimieren. Man kann sie nicht alle umbringen. Gerade die Prokaryonten, also diese ganz, ganz uralten Viecher, die es schon seit Milliarden von Jahren gibt, die überleben sogar in Kernreaktoren. Nochmal in Kürze, Eukaryonten sind die komplexen Zellen, die auch wesentlich größer sind. Ja, die sind 1000-mal so groß zum Teil wie die Prokaryonten. Und diese Prokaryonten sind eben die ganz einfachen Einzeller, die alles überleben, selbst radioaktive Strahlung. Und indem wir langsam in den ultravioletten Bereich vordringen mit der nutzbar gemachten Frequenz, also 5G-Technik, werden Einzeller beeinflusst.
Der Begriff Eu stammt aus dem Griechischen und meint schön. Also die schönen Zellen, die werden es schwerer haben, währenddessen die Prokaryoten bevorzugt sich vermehren werden. Das ist immer so. Wenn irgendwo in der Natur ein Lebensraum frei wird, wird der besetzt durch etwas anderes. Die Natur ist da ganz opportunistisch und Barry Trower brachte das Beispiel der Einzeller, die Dimethylsulfid produzieren, welches ein Faktor ist zur Wolkenbildung. Das geht also sozusagen in die Wettergestaltung mit rein, dieses Thema. Wie sich die Einzeller verhalten, lässt sich schön erkennen an den stattgefundenen Ölpesten. In den 70er Jahren hatte Ekofisk in der südlichen Nordsee einen Blowout. Ein Erdölteppich von der Größe Hessens befand sich dann in der südlichen Nordsee und man hatte natürlich dann geguckt, wie sich das alles so verhält und stellte fest, dass Alcanivorax borkumensis, benannt nach der Nordseeinsel Borkum, sich rasend vermehrte in diesem Ölteppich. Und man fragte sich denn so, ja, was macht denn Alcanivorax borkumensis hier? Der sollte doch in Borkum sein, deswegen heißt er ja so. Ja, bis man dann feststellte, dass Alcanivorax borkumensis sich offensichtlich umgestellt hatte und anstatt irgendetwas anderes zu fressen, was in der Nähe von Borkum vorhanden ist, jetzt plötzlich Erdöl frisst. Derzeit nach dem Blowout von Ekofisk in der südlichen Nordsee in den 70er Jahren kam es zu weiteren Erdölemissionen oder Einbringungen in die See, wie zum Beispiel bei dem Tankerunglück der Amoco Cadiz in der Bretagne oder auch sonst wo. Förderplattformen produzieren die ganze Zeit irgendein Leck, aus dem Erdöl ins Meer fließt. Und so auch letzten Endes bei der Deepwater Horizon. Und überall beobachtete man, dass Einzeller dieses sich umgewöhnen und plötzlich anfangen, das Erdöl zu fressen. Und die das dann sind, heißen gar nicht mehr Alcanivorax borkumensis, sondern sind ganz andere Viecher. Das ist nur mal so ein Beispiel, wie Einzeller sich umgewöhnen können. Aufgrund ihrer hohen Generationsfolge, also mindestens 3 bis 4 pro Stunde. Ja, und dann kann man mal hochrechnen, wie viele Generationen pro Tag produziert werden. Und aufgrund der Varianz können die sich eben umstellen, etwas ganz anderes zu tun. Das ist unberechenbar. Um das nochmal zu verdeutlichen, UV-Licht tötet Eukaryoten, also die schönen Zellen, die wesentlich komplexer und wesentlich größer sind als die Prokaryoten, die selbst in Atomreaktoren gedeihen. Und das erreichen wir, indem wir diese mit Strahlen betun, die sehr kurzwellig sind. Je kurzwelliger das dann ist, desto mehr Einfluss wird ausgeübt auf die Welt der Einzeller. Ich will nichts beschönigen, ich will aber auch nichts dramatisieren. Das Beispiel der Bärchentiere zeigt uns nämlich, dass Vielzeller sehr wohl eine ganze Menge aushalten können. Man kann sich gar nicht vorstellen, was man diesem Tierchen schon alles angetan hat. Ins All geschossen, bei Unterdruck, wo bei uns das Blut zu kochen anfangen würde, oder eben großer Hitze ausgesetzt oder radioaktiver Strahlung und sonstigen Chemikalien, und das Viech hatte immer überlebt. Also zum großen Teil zumindest. Das ist natürlich nicht auf uns zu beziehen, wir sind keine Bärchentiere, wir sind komplex. Aber das Beispiel der Ölteppiche, die in der Vergangenheit zustande gekommen sind, zeigt sehr gut, wie das so ist mit der Strahlung. Um nicht falsch verstanden zu werden, ich hatte gesagt, dass die Einzeller sehr wohl fähig sind, Ölteppiche zu einem gewissen Maß zu reduzieren. Man hat hier so eine Faustregel einer Drittelung. Ein Drittel des ausgelaufenen Erdöls wird durch UV-Strahlen aufgelöst. Erdöl besteht aus bis zu 1000 verschiedenen Kohlenstoffverbindungen und diese werden quasi durch UV-Strahlung, die immer noch eintrifft, obwohl wir eine schützende Erdatmosphäre haben, in kleinere Bestandteile zerhackt, die dann durch oxidative Prozesse, also eine Verbindung mit Sauerstoff, aufgelöst werden oder eben zu einem weiteren Drittel durch Einzeller verdaut werden, die also diese aufgebrochenen Kohlenstoffverbindungen für sich verwerten können. Wir sehen also, dass UV-Strahlung bereits eintrifft und wir einigermaßen geschützt sind. Auch wir, die wir dann so komplex aufgebaut sind. Ein anderes Beispiel sind die Robben in der Nordsee, die allesamt mit Plutonium kontaminiert sind. Das ist dadurch zu erklären, dass in den 70er Jahren bis zu 28.000 radioaktive Fässer mit radioaktivem Müll eben im Ärmelkanal verklappt wurden.
Aufgrund des Golfstromes, der aus der Karibik sozusagen aus westlicher Richtung durch den Ärmelkanal in die Nordsee führt, kommt nun dieses radioaktive Material in die Nordsee. Es ist genau wie mit der UV-Strahlung, einige kriegen Krebs davon, andere nicht. Das wird also ein Selektionsprozess und das kann man an den Robben in der Nordsee sehen. Einige überleben. Wie das jetzt mit der 5G-Strahlung ist, das werden wir sehen müssen, aber das ist ein unzulässiges Experiment mit der Gesellschaft und auch das wird in dem Interview auf Klar TV mit Barry Troer angesprochen. Es gibt Schutzmechanismen des Körpers, die prähistorisch zu begründen sind, durch Strahleneinwirkungen auf unsere Vorfahren und die hatten eben auf extreme Schutzmechanismen ausgebildet. Diese Schutzmechanismen sind allerdings auf extreme Bestrahlung zurückzuführen und wirken so, können aber unterlaufen werden durch schwache Strahlung, die diesen Schutzmechanismus eben nicht aktivieren. Wenn flächendeckend per Satellit auf der ganzen Erdoberfläche nun 5G-Strahlen zur Anwendung kommen, so wird es einen gewaltigen Umbau besonders in der Welt der Einzeller geben und wie das denn auch auf uns wirkt, ist ein Spiel mit tausend Unbekannten und auch das wird in dem Interview bei Klar TV so genannt. So einen richtigen Schutz dafür kann man nicht erkennen. Auch Hügel oder Berge sind kein richtiger Schutz, wie ich schon zeigen könnte. Und somit ist das Sauerland oder auch das Bergische Land oder wo auch immer diese Hügel und Berge sind, kein richtiger Schutz. Bäume wären ein richtiger Schutz, denn diese dämpfen die Mikrowellenstrahlung. Diese Bäume werden mit Masse weggenommen und Barry Troer nannte das Beispiel der Nardi-Bergkette, die bereits entwaldet ist durch den Einsatz von solchen Mikrowellenstrahlen. Das ist in Australien. Also wir haben schon sichtbare Hinweise, wie sich das künftig auch auf unsere Wälder entwickeln wird. Ich allerdings vermute, dass diese 5G-Technik so nicht einsetzbar sein wird, weil mir bewusst ist, dass dieser Planet Eigenschaften hat. Die 5G-Technik wird erfordern, dass jede Menge Elektrizität zur Verfügung steht. Und hier gibt es schon die wildesten Träume einer zugebauten Nordsee, die mit künstlichen Inseln aufgeschüttet ganze Felder von Windmühlen aufstellen, also diese Windkraftwerke. Nun haben wir schon 30.000 von diesen Dingern in der Gegend rumstehen und die sind gerade mal fähig zu 3% bei besten Zeiten den Strombedarf zu decken. Wir haben allerdings Großwetterlagen, die als Flaute bezeichnet werden müssten. Und dann drehen sich diese Dinger nicht zum Zwecke der Stromerzeugung. Und man kann Zweifel anmelden, ob diese Dinger fähig sind, eine Windhose zu überstehen, die hin und wieder auf der Nordsee auftritt. Oder gleich mehrere, wie hier im Bild zu sehen. Gut, vielleicht bleiben sie stehen, wir wissen es nicht. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann weiß ich sehr wohl, dass die Nordsee hin und wieder auch mal dicht friert. Und so ein Eisgang könnte durchaus fähig sein, etliche von diesen Windkraftanlagen flachzulegen. Die Stromversorgung wird durch Kohle-, Atom- und Gaskraftwerke bereitgestellt, jederzeit. Und man braucht diese Windmühlen gar nicht. Also wenn es jetzt darum geht, Internet 5G einzuführen, in Abhängigkeit von diesen Windkraftwerken, also diese Frage stellt sich sowieso nicht. Deswegen ist es auch egal, ob die Windkraftanlagen, so wie sie geplant sind, aufgebaut werden oder durch einen Eisgang flachgelegt werden. Aber dieses Bild von den eingefrorenen Schiffen auf der Nordsee zeigt schon mal, dass die Natur gewisse Gewalten entwickeln kann, die der 5G-Technik vielleicht das Genick brechen könnten. Die Vergangenheit zeigt, dass nur aufgrund widriger Wetterlagen es hier zu Extremen kommen kann. Am extremsten war die Hungersnot in Finnland von 1866 bis 1868, wo die Winter derart hart waren, dass sie sich bis in den August hineinzogen, mit höchsten Schneemengen. Auch bei uns hier in Mitteleuropa, allerdings sind hier nicht so viele Menschen verhungert wie da in Finnland. Finnland ist so groß wie Deutschland und hatte damals gerade mal 4,5 Millionen Einwohner. Nun könnte als Gegenargument gebracht werden, dass man ja sowieso beabsichtigt, bis 2025 das Wetter zu besitzen, das insinuiert, dass also solche Extremwetterlagen gar nicht mehr möglich sind, ohne dass man den großen Meister hier fragt. Also hier nachzulesen in dem Weißbuch Owning the Weather in 2025 aus dem Jahre 1996 stammend.
Ich verweise ja immer wieder auf diese verschiedenen Weißbücher, die ja nichts anderes sind als die technische Umsetzung der militärischen Planung für unsere Zukunft. Und da ist immer wieder von Allwetterwaffen zu lesen oder eben Waffen, die nicht allwettertauglich sind, zum Beispiel Drohnen. Und diese sind genauso wie die Lufttaxis oder führerlose Fahrzeuge auf 5G-Technik angewiesen. Ich war gerade mal 10 Jahre alt, als der Eldfell ausbrach auf Island. Das ist ein Vulkan, noch nicht mal sehr groß. Der Winter 73-74 war äußerst hart und man konnte die Hand vor Augen nicht sehen, so dicht war der Schneefall. Wenn Bäume ein Hindernis darstellen und die Funkwellen dämpfen, was macht ein solcher Schneefall? Wird ein solcher Schneefall nicht eine wesentlich größere Dämpfung der ausgesendeten Funkwellen darstellen? Statistisch gesehen brechen alle 2,5 Jahre Vulkane aus in Island. Dort gibt es 31 Vulkane. Aber in den 70er Jahren, also in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, waren es Vulkane auf den Kurilen, das ist Ostpazifikküste Russlands. Der Tolbaschik zum Beispiel. Und der war wesentlich größer als der Vulkanausbruch des Pinatubo, der global 0,5 Grad absenkte. Es gibt keine Welttemperatur, irgendwo ist es kälter, anderswo ist es wärmer. Die Schneemassen seiner Zeit waren gigantisch. Der Verkehr war nicht mehr aufrechtzuerhalten und man konnte direkt im ersten Stock aussteigen, um bodennah aus dem Haus zu treten. So ungefähr. Wenn Barry Choa nun das Dimethylsulfid, welches von Phytoplankton und Einzellern in den Meeren erzeugt wird, spricht, die Wolkenbildung beeinträchtigen oder verursachen, so muss man aber nochmal eben sehen, dass es Vulkane sind, die ganz großen Mengen von Kondensationskeimen bereitstellen. Und wir haben überwiegend Nordwest-West-Windrichtung. Also wenn in Island ein Vulkan ausbricht, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass die Kondensationskeime zu uns kommen und solche Schneemassen produzieren können. Das ist nicht der einzige Faktor. Wie man sehen kann an der Hungersnot 1866 bis 68 in Finnland, wo kein Vulkan, sondern eine Großwetterlage Ähnliches verursachte. Gegenwärtig steht der Yrjö-Fär-Jökull an, auszubrechen. Das ist ein Vulkan, der letztmalig 1727 ausbrach mit einem geringeren Ausbruch, allerdings stark genug, um hier größte Probleme den Menschen zu bereiten in Zentraleuropa. Schlimmer noch war der Ausbruch 1362, der wirklich eine Depopulation erzeugte aufgrund der dadurch verursachten Hungersnot durch Missernten jahrelang. Wenn, wie hier in dem Weißbuch Owning the Weather at 2025, der Eindruck entsteht, man könne das Wetter beherrschen, dann gibt es immer noch den Faktor Vulkane, der dieses Ansinnen wohl konterkarieren wird. Vulkane, besonders in Island, werden in Zukunft ausbrechen. Wie schlimm der Ausbruch sein wird, weiß niemand. Beispiel Yrjö-Fär-Jökull, der die isländischen Vulkanologen sagen, der wird ausbrechen, mit Sicherheit. Wie schwer, weiß keiner. Nur wenn er nur einen mittelmäßigen Ausbruch hinlegen wird, sehe ich für den Einsatz der 5G-Technik schwarz. Die Natur ist nun mal der große Meister und wird den Zauberlehrling in seine Schranken verweisen. Und wenn es denn notwendig ist, alle 100 bis 150 Meter eine 5G-Antenne aufzubauen, werden sich diese Installationen als zwecklos und sinnlos erweisen bei einem solchen Szenario. Das hört sich alles ein bisschen bizarr und gewöhnungsbedürftig an. Allerdings leben wir in solchen Zeiten, die bizarr und gewöhnungsbedürftig sind. Also ist es nicht meine Schuld, dass sich das alles so komisch anhört. Ja, wir leben nun mal in einer Zeit des Niedergangs, in einer technischen Rückentwicklung, bei gleichzeitiger hierarchischer Entwicklung hin zu einer Welt, die dominiert sein wird von Technik. Stichwort 3D-Druck, Gigafactories, COGs, also kognitive Intelligenzen und so weiter. Die Entwicklung wird ja nicht so verlaufen, wie es früher der Fall war. Also man hatte eine Dampfmaschine entwickelt, diese auf Gleise gestellt, da hatte man eine Eisenbahn mit der ganzen Infrastruktur und so weiter, die sich ausbildete. So wie ein Baum war die Entwicklung früher, die evolutionäre Entwicklung, sodass sich ein Stamm ausbildet, der sich verästelt und wiederum verzweigt. So wird es nicht sein. Eine hierarchische Entwicklung ist wie eine Stufe. Unten ist alles
ganz anders, wie als wenn man eine Stufe weiter hochgeht. Da ist alles ganz anders. Und das ist die Herausforderung der Zeit jetzt. In dem Interview mit KlarTV hatte Barry Trower sehr wohl auf den Aspekt der Depopulation hingewiesen und gesagt, dass etwa alle 1 von 5 Kindern oder 1 von 8 Kindern gesund sein Alter erleben wird. Also das ist ja schon eine Depopulation. Ich nehme nicht an, dass diese Diegel-Voraussagen, also mit 31 Millionen im Jahr 2025 hier bei uns, dass das gemeint ist mit dieser 5G-Technik. Das werden andere Prozesse sein. Um sich möglichst für diese Zukunft vernünftig vorzubereiten, ist es unumgänglich, dass auf regionaler Ebene eine gewisse Organisation hergestellt wird von all jenen, die hier jetzt zuhören und den anderen auch. Das ist die beste Gewähr, eine belastbare Gesellschaft hervorzubringen. Alles andere, der ganze Zentralismus, den wir gegenwärtig noch haben, einen kapitalistischen Sozialismus, ist abzulehnen und abzuschaffen. Und was das betrifft, kann man sich nochmal ein Beispiel nehmen an den schweizerischen Kantonen, die wie damals bei uns auch die Selbstverwaltung in die Hand nehmen und selber bestimmen, was richtig und was falsch ist für die Gemeinden in dem Kanton. Das ist nicht ein Allheilmittel. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht gut zu regeln. Beispiel 5G-Technik, wo zwar der Aufbau der Masten verboten werden kann, der Betrieb der Satelliten im Orbit allerdings nicht. Die Selbstverwaltung ist kein Allheilmittel, kann aber wesentlich besser dazu dienen, der gröbsten Probleme Herr zu werden. Und das kann der Sozialismus nicht, aufgrund des damit verbundenen Zentralismus. Bis hierhin erstmal, ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.